Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Space Bricks. Und heute haben wir, wie ihr auf dem Bild auch gesehen habt, eine sehr kleine und feine Bestellung. Es sind viele kleine Briefe dabei und nur ein Paket. Und ich freue mich gerade auf den Inhalt der verschiedenen Briefe. Wir fangen mit dem ersten an. Das hier war ein netter Tausch. Zwei Klone, einmal 501. und einmal 212. jeweils mit Blaster, so wie es auf dem Mäusekino hier gerade ausschaut, fokussiert er nicht. Doch jetzt. Und das war halt ein netter Tausch via eBay Kleinanzeigen. Jetzt eine Warensendung, mein Lieblingsversandformat. Hier kann ich euch aber mal fragen, wie findet ihr eigentlich die Unboxings? Findet ihr es langweilig, repetitiv? Also jetzt gerade an die gerichtet, die etwas länger dabei sind. Ich meine, hin und wieder entdecken wir ja hier schon einige Schätze und heute werden auch echt ein paar coole Sachen dabei sein. Aber so die Kernsachen sind doch ein bisschen wiederholend. Vielleicht habt ihr auch Ideen und Themenwünsche, was ich hier euch erzählen kann in diesen Videos. Vielleicht, dass ich hier ein bisschen mehr schnacke, Lego Aktuelles oder so. Ich weiß nicht. Schreibt einfach, was ihr denkt. Und hier haben wir jetzt einen weiteren netten Tausch. Der wollte ein paar Polybags haben und hat mir ein paar Sachen geboten. Insgesamt 5 Standardklone und dann noch 2 Kalus. Ich muss gucken, ich glaube, ich habe für die Kalus noch das Zaumzeug da. Und ja, er ist zufrieden, ich bin zufrieden und es ist doch das Schönste, wenn bei einem Tausch alle Parteien, die beteiligt sind, voll und ganz zufrieden sind. Das geht ehrlich fix. Also ich könnte mir vorstellen, na gut, es wird nicht das kürzeste Unboxing sein, weil das kürzeste war ja das, glaube ich, allererste mit 4 Minuten. Das werde ich heute auch auf keinen Fall schaffen. Aber dennoch ein sehr fixes. Hier drin haben wir einen AT-RT-Walker und damit haben wir schon 2 neue 501. Klone. Endlich kann ich wieder mal die 75002 zusammenbauen. Haben wir ja sehr lange nicht mehr gemacht. Schön. Habe ich euch ja gezeigt, wie die Figur ausschaut und wie ich es ja auch schon gesagt habe, wir gucken später bei der Figuren-Gesamtübersicht einmal uns alles nochmal im Detail an, beziehungsweise das, was besonders spannend und erwähnenswert ist. Und spannend und erwähnenswert ist dieser Brief. Den habe ich aus Neugierde schon geöffnet. Ich konnte nicht anders, ich musste das Ding einmal aufmachen. Hier drin haben wir 10 Figuren. Und zwar 10 Gondor-Soldaten. Ich habe jetzt mal eine einmal so zusammengebaut, weil man dann die Prints besser sieht. Es handelt sich hierbei nicht um eine originale Lego-Figur. Ich weiß auch nicht, welcher der Hersteller ist. Diese Figur ist auch keine einfache Raubkopie, weil es Gondor-Soldaten nie in der Lego-Herr-der-Ringe-Welt gab. Und eigentlich habe ich mir die nur geholt wegen der Schilde und der Rüstung. Aber inzwischen habe ich mir die Figur jetzt ein bisschen angeguckt und die sieht schon echt total klasse aus. Also hier die Prints auf dem Bein, total klasse. Und hier an der Seite auf den Arm haben auch den Print vom Kettenhemd so ein bisschen. Hier unten an den Beinen geht's weiter. Und jetzt setzen wir den noch einmal in die volle Montur. Und jetzt ist er in voller Kampfrüstung. Wir haben einmal ein wunderschönes Schild hier mit dem weißen Baum drauf gedruckt. Ist halt das Symbol von Gondor. Guckt euch Herr der Ringe an. Unbedingt. Alle 3 Teile. Am besten die Extended Version. Dann macht ihr nichts falsch. Das Schwert gefällt mir nicht ganz so gut. Muss ich mir nochmal angucken, wie es im Film wirklich ausschaut. Aber wenn wir jetzt hier einmal Waffen wegnehmen, schaut euch doch mal diese Rüstung an. Also dieser Helm, total genial. Und dann der Brustpanzer, oder ist das ein Brustharnisch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Klasse. Also das war es mir auf jeden Fall wert, hier diese Figuren mal gekauft zu haben. Und die kann man bestimmt auch gut in einem Mock verwenden. 10 Stück sind es an der Zahl. Das nächste Paket kommt aus England. Wo ich bestellt habe, war England noch Teil der EU und ist noch nicht durch irgendeinen Brexit ausgetreten. Keine Ahnung, ob sie überhaupt hier mit dem Brexit dann tatsächlich die EU verlassen werden oder ob sie dann doch remain. Aber hier drin haben wir ein tolles Lego-Set. Und zwar den Billund AirPod. Und auf den Bildern sah der sehr, sehr gut aus vom Zustand. Jedoch, leider, habe ich hier eine ziemlich stark beschädigte Box erhalten. Also auf den Bildern war das wirklich ein Mint-Set. Das Ganze wurde gekauft über eBay mit dem ganz normalen Käuferschutz. Und ich fahre hier einmal so rüber und man sieht hier auf dem kleinen Display schon die ganzen Ditcher. Hier ist ein ziemlich harter
Druck drauf. Ja, es ist eingedrückt, zerkratzt. Ist ein bisschen schade, weil ich diese exklusiveren Sachen so ein bisschen sammeln und dann natürlich im Top-Zustand haben möchte. Aber da ich mir noch ein zweites holen möchte, um es einmal aufzubauen, hoffe ich, dass der zweite im besseren Zustand ist, weil bei dem Set habe ich nicht so ganz große Schmerzen, es zu öffnen, um es dann zu bauen. Falls ihr auch so ein Bill und AirPod haben möchtet, kann ich euch den Tipp geben. Es gibt nicht diesen, sondern den neuen. Das ist die 40109. Die gibt es noch im Billund, ist auf 10.000 Stück limitiert. Ich weiß gar nicht, hat der eine Prägung? Ich glaube, der hat auch keine Prägungsnummer. Weil der neue ist halt auf 10.000 Stück limitiert, kostet glaube ich auch 60 Euro. Genau so groß wie der hier, hat sich eigentlich auch kaum was geändert bei diesen beiden Flughäfen. Na gut, das ändert sich auch beim Flughafen innerhalb von irgendwie 4 oder 5 Jahren, also nichts Großartiges. Dann kriegt ihr da. Müsst ihr einmal ein Ticket kaufen, einchecken und dann könnt ihr bis zu 3 Sets für jeweils 60 Euro holen. Ich glaube, danach kostet es irgendwie 120 oder 110. Das hier ist ein Paket von Lego. Direkt. Und zwar habe ich doch noch etwas online bekommen zum May Before. Und wir schauen hier mal rein, was hier Feines drin ist. Als erstes lächelt uns einmal das Imperial Dropship an. 75262. Ich finde eins der besten Lego Star Wars Sets, um Armeen aufzubauen, wenn der Preis nicht bei 20 Euro liegen würde. Machen wir erstmal weiter. Und zwar mit dem Set, das um 40% reduziert war. Yodas Starfighter. Kostet ja 30 in der UVP. Gab es hier dann für schlappe 17,99 Euro. Und weil wir noch keinen einzigen Starfighter hatten und einer gebaut werden soll, der andere in der OVP-Sammlung landen wird, gab es das Ganze gleich zweimal. Jetzt kommt etwas, worüber ich mich riesig freue. Und ich glaube, hier oben sieht man auch so ein bisschen, dass hier so das eine oder andere Lego-Buch sich verirrt hat. Hier rechts haben wir das Lexikon der Minifiguren und Raumschiffe von 2009. Hier haben wir Visual Dictionary, das gab es nur auf Englisch, das ist glaube ich von 2014. Und dann haben wir jetzt von 2019 das neueste Lego Star Wars Visual Dictionary, 20 Jahre Jubiläums Edition mit Finn als exklusiver Figur. Und das sieht richtig klasse von der Box aus, das ist extrem hochwertig. Wenn ihr auch guckt, das hier ist nur das Dictionary, diese andere Sache hier, da ist so Finn, ich glaube 2 bedruckte Fliesen dabei oder 2 bedruckte Elemente. Wäre spannend, ob es dann auch die 2x4 Fliese mit 20 Jahren Lego Star Wars ist, die bedruckt ist. Dazu kommen wir aber später. Ja, ich freue mich, ich werde das Ding wahrscheinlich auch in einem Video direkt auspacken, ohne dass ich davor einmal reingeguckt habe und dann mal ein bisschen mit den zwei Büchern miteinander vergleichen und ein bisschen mich auf Entdeckungsreise begehen. Das wird schön. Für diejenigen, die noch kein einziges Lego Star Wars Buch haben, aber sehr in der Thematik drin sind oder sich gern mit Lego Star Wars beschäftigen, klare Kaufempfehlung, 20 Euro kostet das Ding, denn hier habt ihr eine schöne Zusammenfassung aller Lego Star Wars Sets, die hier erschienen sind, in Buchform. Ich als Kind habe das geliebt, ich habe mein erstes Buch hier, das Weiße, auswendig gelernt. Das Coolste bei diesen Büchern ist, am Anfang dieser Zeitstrahl zeigt, wann, wie, welche Sets rausgekommen sind. Und was ich bei diesem Buch, hoppala, auch noch geliebt habe, ist auf der letzten Seite die Übersicht aller Minifiguren, die es damals gab, 2009. Und laut dieser kleinen Abbildung haben wir unsere Minifigurensammlung aufgestellt und unser Figurensystem aufgebaut. Und das ist diese kleine Abbildung hier auf der rechten Seite. Da hast du irgendwie 400 Figuren oder so abgebildet, 300 bis 400. Und danach haben wir sortiert. Oder ich. Also das war schon echt eine Heidenarbeit. Aber war auch eine super tolle und schöne Zeit. Genau, jetzt bin ich ja richtig in Schwärmen gekommen. Das Video wird doch länger. May Before ist ja nicht May Before, wenn es nicht noch eine Gratisbeigabe geben würde. 40333 Battle of Hoth, 20 Jahre Edition. Und ich meinte ja, beim Buch ist es spannend, ob die bedruckte 2x4 Fliese enthalten ist, die wir hier unten sehen.
weil ich meine, dieses Teil, das auch bedruckt ist, obwohl das könnte exklusiv für dieses Set sein. Das könnte tatsächlich ein Exklusivprint sein. Weil das hier ist exklusiv und das, wenn es die im Buch gibt, dann ist es gut, weil dann ist das billiger zu rebricken, aber die hier könnte dann echt teuer sein. Auf jeden Fall ein klasse Set. Ich habe ja dazu auch im letzten Haul, ich glaube der Haul ist viel früher erschienen als dieses Unboxing, ein bisschen was gesagt, was ich über dieses Set denke und zu dem mal einkaufen. Es war leider viel zu wenig. Erstaunlicherweise gab es online nicht das Naboo Starfighter Polypack, keine Ahnung warum. Dafür habe ich online noch einmal dieses ja, lächerliche Poster bekommen. Das ist für mich kein Poster, das ist so ein Posterchen. Also ich dachte etwas in A3 mindestens oder A2 würde da kommen, aber nicht so ein DIN A4 Blatt. Das hätte ich mir auch selber einmal ausdrucken können. Die Motive sind cool, die erinnern mich auch so ein bisschen an Small Scenes, Big Galaxy. Das sieht man auch hier hinten so ein bisschen, das Buch. Das ist das da, gehe ich vielleicht auch nochmal drauf ein. Weil einige Bilder, die hier draußen sind, sehen so aus, als ob er die tatsächlich gemacht hat. Müssen wir einfach mal in Ruhe schauen. Das ist jetzt die Gesamtübersicht aller Figuren aus diesem Unboxing und ich finde, dieses Mal ist sie besonders, besonders genial. Einfach die ersten zwei Reihen mit den Gondor-Soldaten, richtig klasse. Dahinter die fünf Klone, zwei 501. Ja, zwei Kadus, das eine hat halt keinen Bock. Das chillt da ein bisschen. Zu den Gondor-Soldaten will ich nochmal ein, zwei Worte verlieren. Man merkt eindeutig, dass es nicht Lego-Figuren sind, wenn man hier vorne auf den Kopf drauf fest. Das ist extrem spitz, genauso wie hier die Schwerter. Also da kann man sich tatsächlich echt verletzen. Bei Lego sind ja die spitz zulaufenden Schwerter ja öfters aus weicherem Material. Das hier ist halt auch so ein Hartplastik. Ja, die Figur habe ich ja nochmal gezeigt, wie sie aussah, aber ich nehme sie gerne noch einmal in die Hand. Jetzt haben wir hier nochmal die Figur. Ich finde, die ist echt besonders. Also wie gesagt, hier diese Spitze, das hätte eine Lego-Figur auf keinen Fall. Was ich bei der Figur nicht so gut finde, ist das Gesicht. Denn erstmal die Fleischfarbe vom Kopf, die ist halt sehr, sehr blass und der Print wirkt hier nicht ganz so gut. Dafür, wenn wir jetzt das einmal abnehmen, die Rüstung, also der Harnisch ist wie gesagt genial. Das habe ich ja auch schon vorher einmal gezeigt. Einfach hier mit dem schönen weißen Baum. Die Rückseite. Also die sind echt toll gearbeitet. Und hier der Waffenrock. Sieht auch klasse aus. Das Schild. Ja, und die Prints am Arm und auch unten am Bein. Ich finde eine total tolle Figur. Ich bin happy darüber, dass ich ein paar davon gekriegt habe. Ich werde dann jetzt wohl demnächst ein Herr der Ringe-Mock basteln.